reingeschaut gestern und dachte mir so, oh, gute Idee. Die Geschichte von Freud, die ja sozusagen eher so, wenn man sie sonst so hören würde, eher so ein bisschen gediegen und ruhig klingt, eben als Murder-Mystery-Geschichte zu machen. Das ist nochmal so ein ganz besonderer Aspekt. Wie war es denn so für Sie beim Dreh von Freud? Es war mein schönster Dreh bis jetzt. Wirklich. Es war so spannend, diesen Freud in der Entstehung zu beobachten. Weil jeder Mensch kennt den alten Freud und seine Thesen. Aber wir haben ja den jungen Freud gezeigt. Das war spannend auch für uns. Was sagst du, Anja? Ja, für mich war das eine riesengroße, tolle, neue Erfahrung, ein Arbeiten, wie ich es so auch nicht hatte, noch nie hatte vorher. Das war eine tolle Begegnung mit Marvin Krehn, mit dem Team, mit diesen Orten, an denen wir gedreht haben. Das war alles, also wirklich, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, eine ganz tolle Zeit, die wir da zusammen verbracht haben. Und hier geht es ja auch um Hypnose. Mhm. Sie haben es ja sozusagen vor der Kamera mal probieren müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen weitergeht, aber Sie sind auch jemand, der sozusagen... Haben Sie die ersten drei Folgen schon gesehen? Die ersten zwei habe ich gesehen. Die ersten zwei. Und wie sehr ist auch Hypnose so ein Thema für Sie? Also ich hätte da irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, Angst davor. Würden Sie sich Hypnose setzen lassen? Haben Sie es schon mal vielleicht sogar gemacht? Ich habe Angst. Okay. Aber mein Sohn hat es gemacht. Und weil ich glaube, eine Hypnose, die man einmal macht für einen Film, die kann unter Umständen etwas aufreißen und dann gibt es aber keine Salbe, weil da muss man schon aufs Set und es können ja Wunden sichtbar gemacht werden, die man dann nicht versorgen kann. Also ich finde, man soll sorgsam damit umgehen, wenn Hypnose als Therapie, dann mit einer Nachsorge. Ich habe medizinisch das noch nicht ausprobieren müssen und auch noch nicht gewollt. Allerdings habe ich mal in so einer Show versucht, mich hypnotisieren zu lassen, hat nicht geklappt. Ich glaube, man muss tatsächlich auch sehr bereit sein dafür. Man muss natürlich geschultes Personal haben, die das machen. Und man muss aber auch loslassen können. Und wenn man sehr angespannt ist und sehr kontrolliert, und ich glaube, zu diesem Typ Mensch gehöre ich, dann wird es schwierig. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Gab es noch vom Set irgendwelche, sage ich mal, netten Anekdoten von hinter den Kulissen? Dinge, die wir jetzt nicht irgendwie im Film sehen? Von den Dreharbeiten vielleicht nette Momente, witziges, skurriles, was da passiert ist, gerade auch mit den ganzen Kostümen und dem Szenenbild? Mir fällt das ein. Ich habe eine Enkeltochter bekommen am Anfang des Drehs. Die war 5 Tage alt, wie wir nach Prag übersiedelt sind. Und im Februar hat sie schon mitspielen dürfen. Ich habe sie in den Armen halten dürfen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe es gesehen und habe gedacht, das ist sie doch bestimmt. Ja, sie hat so ein Babygewand aus dem 19. Jahrhundert angehabt. Und sie hat gelächelt bis kurz davor und als die Kamera an war, hat sie geschrien. Und ich habe aber das schnell genommen und habe gesagt, na, gefällt es da nicht auf der Welt? Und die Szene war fertig, aber sie spielt mit, ihre erste Rolle. Da fällt mir jetzt nichts Konkretes ein. Es gab durchgehend während dieser Zeit natürlich lustige, spannende und irgendwelche besonderen Momente hinter der Kamera, aber ich kann sie jetzt nicht füttern mit irgendwelchen speziellen Anekdoten. Aber Sie sprechen ja auch Ungarisch. Ja. Wie einfach oder wie schwer war es, diese Sprache zu erlernen? Ich finde Ungarisch wahnsinnig schwer und habe tatsächlich am Anfang gesagt, das kann ich nicht und das geht auch nicht und das lerne ich auch nicht so schnell. Da bräuchte man ja jetzt mindestens ein Jahr in der Vorbereitung. Das Jahr hatten wir nicht und deshalb war ich sehr, sehr ängstlich. Aber der Marvin ist hart geblieben und hat gesagt, bestimmte Dinge kann ich dir nicht erlassen, du musst das hinkriegen. Und dann haben wir, ich war nicht die Einzige, wir waren ja zu dritt in unserer ungarischen Familie und dann gab es einen Coach, der mit uns ein bisschen trainiert hat. Das hat allerdings wirklich für mich jedenfalls nicht ausgereicht. Ich habe mir dann zu Hause jemanden gesucht, eine junge Studentin, die großartig war, die kam zu mir nach Hause und eine echte Ungarin und die hat mit mir geübt und ich habe dann geübt und ich habe mir alles aufgeschrieben, wie man's spricht. Und ich habe alles aufs Band gesprochen und ich habe eigentlich wirklich Tage und Wochen nur damit verbracht, diese Worte zu lernen. Und ich muss dich jetzt loben, du warst fantastisch. Also sie kann sich selber nicht loben, sie war großartig. Ich war wirklich ganz stolz, dass es dann funktioniert hat und dass ich nicht stotternd am Set rumstand, sondern tatsächlich dann das auch noch spielen konnte. Haben Sie zum Schluss noch einen Satz, an den Sie sich erinnern, auf Ungarisch? Ja, ich könnte die ganze Rede halten. Ich vergesse das jetzt nie wieder. Also, kurz. Ostokrom hodi modirosak, bikeshik ben ishiulet ben irheshen. Ostokrom hodi sovicek bil boracak ledien.
Muss reichen. Super. Vielen herzlichen Dank. Danke für das Gespräch. Ganz viel Erfolg für die Serie. Ich bin sehr gespannt, wie sie ankommen wird. Danke. Na gut.